Meine Damen und Herren, vielleicht noch eine Bemerkung in eigener Sache. Das Schöne an unseren Tagungen ist ja, dass unsere Diskussionen nicht darauf beschränkt sind, direkt nach einem Vortrag stattzufinden, sondern wir essen gemeinsam zu Mittag, wir essen gemeinsam zu Abend und es geht das Gerücht, dass sich die einen oder der andere auch noch zu einem Bier danach treffen und weiterreden können. Also insofern, das ist gerade das Konzept dieser Tagung, dass wir in einem dauerhaften Gespräch sein können. Insofern bitte ich, diese etwas strengere Disziplin, die wir jetzt herrschen lassen müssen, zu entschuldigen. Ich möchte eine Ankündigung machen. Sie sehen hier vorne einen Büchertisch vom Pop-Verlag in Ludwigsburg. Es ist natürlich kein Selbstbedienungsladen, meine Damen und Herren. Also ich bitte Sie, wenn Sie etwas erwerben wollen, sich mit Herrn Pop dann selber, mit dem Verleger selber in Kontakt zu bringen. Ich darf Ihnen jetzt als nächstes Herrn Dr. Winfried Siebers vorstellen. Herr Dr. Siebers ist inzwischen Leiter eines Projektes bei uns in Eutin, das den schönen Titel Geld auf Reisen trägt. Das heißt, wie ist man eigentlich früher, als man gereist ist und nicht immer alle Münzen, die man überall braucht, im Säckel dabei haben konnte, mit seinem Geld umgegangen. Davor war er von 2005 an wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kulturgeschichte der frühen Neuzeit an der Universität Osnabrück und davor wiederum in Potsdam am Zentrum für Aufklärungsforschung. Herr Siebers ist, das sehen Sie auch gleich an seinem Thema, einer der maßgeblichen Reiseforscher in Deutschland. Zusammen mit Andreas Keller, der auch hier ist, hat er die wichtigste deutschsprachige Einführung in die Reiseliteratur verfasst. Und er auch sonst ein sehr facettenreiches Werk. Zusammen mit Ivan Michelangelo d'Aprile hat er die Einführung Das 18. Jahrhundert, Zeitalter der Aufklärung, geschrieben. Mit Johannes Ries, Erfahrungsraum Europa, Reisen politischer Funktionsträger des Alten Reichs 1750 bis 1800. Und zusammen mit Christian Schulte, mit dem er jetzt auch ein entsprechendes Projekt zusammen an der Uni Wien hat, hat er über kluges Fernsehen, über Alexander Kluge, ein Buch herausgegeben. Die Dissertation über Johann Georg Kaisler ist wiederum etwas aus der Reiseforschung. Also ein umfangreiches Werk. Ich lasse aus, dass es auch Publikationen über Schottland gibt. Und die habe ich immer besonders gerne gehabt, weil bei der Buchpräsentation auch Whisky angeboten worden ist. Winfried, ich bitte dich nach vorne mit einem Thema zur Reiseforschung. Ja, vielen Dank, Axel, für die freundliche Vorstellung. Ich danke auch Axel dir selbst als Tagungsleiter und der Kulturstiftung, die das hier alles möglich gemacht hat, für die Einladung. Meine Damen und Herren, über den Schriftsteller und Journalisten, den Offizier und Ausbilder, über den Politiker, Pressebeamten und Leitartikler Karl Wilhelm von Martini könnte man in abgewandelter Form genau das sagen, was der kürzlich verstorbene deutsche Autor Hans Magnus Enzensberger über seinen Weggefährten, den Erzähler und Filmemacher Alexander Kluge, mitteilte vor etwa 50 Jahren. Enzensberger schrieb in einem später berühmt gewordenen Spiegelartikel: Unter den bekannten deutschen Schriftstellern ist Alexander Kluge, glaube ich, der Unbekannteste. Unter den Bekannten der Unbekannteste. Eine ähnliche Aussage ließe sich über Karl Wilhelm von Martini in Bezug auf die deutschsprachige Literatur des Banats treffen. Sie könnte lauten: Unter den bekannten Schriftstellern der deutschen Literatur des Banats ist Karl Wilhelm von Martini der Unbekannteste. Immerhin haben zwei ausgezeichnete Kenner der Kulturgeschichte des Banats auf die offenbar wenig verbreitete Kenntnis seines Werks selbst beim Fachpublikum hingewiesen. So stellte der Lokalhistoriker Heinrich Ley in einem 2010
erschienenen biografischen Porträt die Frage, ob Martini, Zitat, als ein Unbekannter der deutschen Literatur des Banats zu gelten habe. Und Walter Engel, der hier an der Tagung teilnimmt, den Sie eben gehört haben, schrieb 2018, dass Martini trotz eines vielfältigen schriftstellerischen, journalistischen und journalistischen Werkes, Zitat, in Banater Kreisen fast unbekannt sei. Versuche, Martinis Werk populärer zu machen, sind immer wieder unternommen worden, offenkundig aber mit geringer Wirksamkeit. Es erschienen gelegentlich Nachdrucke seiner Romane, Erinnerungsblätter und Würdigungen zu Gedenkjahren. Im Umkreis seines 100. Geburtstages 1921 fand gar eine Festversammlung mit der Präsentation eines großen posthum gemalten Porträts statt. Ein Bildnis, das heute als verschollen gilt. Dabei sind die Qualitäten von Martinis Erzählungen, Romanen und Feuilletons unbestritten. So wurde geurteilt, dass sein Hauptwerk, der Roman Pflanzer und Soldat aus dem Jahr 1854, im Rahmen der deutschen Literatur des Banats ein Prosawerk von besonderem Rang sei. Ein Zitat von Herrn Engel. Und seine Reisebriefe über das Habsburgerreich gelten als journalistische Glanzstücke. So formulierte es etwa Wolfgang Kessler in einer der wenigen literaturgeschichtlichen Abhandlungen zu Martini. Mit eben diesen Reisefeuilletons möchte ich mich in meinem Vortrag befassen. Sie sind nicht als Buch erschienen, sondern in den Jahren 1849 und 1857 als Artikelfolgen in Zeitungen veröffentlicht worden. Martini berichtet darin einerseits von einer Reise an der Adriaküste entlang, von Triest nach Venedig, sodann durch slowenische und kroatische Gebiete bis nach Zagreb und schließlich von einer Fahrt in die Vojvodina mit ihren Hauptorten Novi Sad, Neusatz und Temeswar. Zum anderen führt eine rund 10 Jahre später unternommene Reise durch einen Teil der rumänischen Walachei, einschließlich eines Ausflugs in das Retezat-Gebirge der Südkarpaten. Im Folgenden soll nun der Journalist und Feuilletonist von Martini und weniger der Romanautor in den Mittelpunkt gestellt werden. Der zentrale Bezugspunkt sind seine Beobachtungen und Betrachtungen zu zeitgeschichtlichen Ereignissen sowie zur Charakterisierung der vielfältigen und zahlreichen Bevölkerungsgruppen in einigen historischen Regionen des Habsburgerreiches, die heute in verschiedenen Nationalstaaten liegen. Zu ihrer Orientierung ist der Vortrag in 4 Abschnitte aufgeteilt. Folie 2, bitte. Ich komme zum ersten Punkt. Nur für die Zwecke einer knappen historischen Einordnung seien hier die wichtigsten Stationen von Karl Wilhelm von Martinis Biografie genannt. Sehen Sie es mir nach, dass ich hierfür doch etwas gehäuft einige Jahreszahlen, Daten und Fakten nennen muss. Folie 3, bitte. ...1821 in Lugosch in Banat geboren, erfuhr Martini durch den mehrfachen Umzug der Familie, sein Vater war Militärarzt, erste dauerhafte Bildungseinflüsse am Gymnasium in Temeswar und später während eines Universitätsstudiums der Philosophie und Mathematik in Wien. 1838 trat er in das Militär ein und unterrichtete wenig später in einer Kadettenschule des Grenzregiments in Karansebesch. 1847, dann nach Pest versetzt, begann er mit ersten journalistischen und literarischen Arbeiten. Im Frühjahr 1848 schloss er sich der ungarischen Unabhängigkeitsbewegung als Offizier an, worüber er in seinem Erzählungsband Bilder aus dem Honvéd-Leben berichtete. Honvéd ist die Bezeichnung als Angehöriger der ungarischen Armee.
Nach dem Rückzug aus der revolutionären Bewegung wurde er in Prag Redakteur des Konstitutionellen Blatts aus Böhmen, ging dann 1853 nach Graz, um die dortige Grazer Zeitung zu leiten. Die nächste Folie. In der Grazer Zeit erschienen neben den journalistischen Arbeiten 3 Romane aus Martinis Feder, die sich mit der historischen Ansiedlung der Deutschen im Bernat und mit den zeitgeschichtlichen Ereignissen vor der 1848er Revolution befassen. Als sein Hauptwerk gilt dabei Pflanzer und Soldat, Bilder und Gestalten aus dem Bernate von 1854, ein Roman, der die frühe Ansiedlungszeit um 1740-50 zum Thema hat. Von der erzählten Zeit her schließt sich der Roman Vor 100 Jahren, ein deutsches Lebens- und Sittenbild, an, der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts spielt. Schließlich wartet die Erzählung Stillleben eines Grenzoffiziers 1854 mit Erlebnissen und Vorfällen an der Militärgrenze und im Bernater Bergland aus den 1840er Jahren auf. Ab 1867 war Martini im Pressebüro des Staatsministeriums in Wien tätig. Gleichzeitig wurde er als Parlamentarier in den Steiermärkischen Landtag gewählt. Bis 1878 war er als Leitartikler der Zeitung Fremdenblatt in Wien angestellt. Danach zog er sich aus gesundheitlichen Gründen aus dem Berufsleben zurück. Martini starb 1885 im Alter von 63 Jahren in Baden bei Wien. Wegen seiner historischen Romane, die in ihrer erzählten Welt häufig auf Orte, Ereignisse und Figuren aus dem Bernat zurückgreifen und ein entstehendes Eigenbewusstsein der Bernater Schwaben nachzeichnen, gilt er manchen als der eigentliche Begründer der donauschwäbischen Literatur, wie Anton Scherer schrieb. Die nächste Folie. Wie erwähnt, war Martini in seiner Prager Zeit als Reisekorrespondent des Konstitutionellen Blatts aus Böhmen tätig, einer liberalen Zeitung, welche die politischen Auffassungen des gemäßigten deutschsprachigen Bürgertums vertrat. Besonders interessant sind seine kroatischen Briefe, die in 6 Teilen im November 1849 erschienen, sowie die Artikelserie aus der Vojvodovina, die ebenfalls 6-teilig im Folgemonat Dezember veröffentlicht wurde. Martinis Berichterstattung ist noch sehr stark von den Umständen und den Fernwirkungen der ungarischen 1848er Revolution geprägt, deren Ziele er nachdrücklich unterstützte, deren gewalttätige Konsequenzen er jedoch missbilligte. In der Einleitung zu seinen 1857 publizierten Reisebriefen über die Walachei nimmt er zur Absicht und Zielrichtung seiner Reisefeuilletons Stellung. Er wolle sich nicht, Zitat, in nebulöse Fernen verirren, sondern im engeren Vaterlande bleiben. Weiteres Zitat, dabei von der Überzeugung ausgehend, dass gerade hier die eigentliche Terra incognita unserer geehrten Leser zu finden sein dürfte. Er schreibt weiter, ja, von Amerika gibt uns jedes Zeitungsblatt die ausführlichste Kunde. Von den Völkern aber, die mit uns den mächtigen Kaiserstaat bewohnen, von deren Sitten und Gebräuchen, deren Städten und Gebirgen wissen wir in der Regel blutwenig. Umso dringender tritt uns die Mahnung entgegen, lernt euch kennen. In diesem Sinne bricht Martini nach Kroatien auf und besucht zunächst den Hauptort Zagreb, seinerzeit als Agram bezeichnet. Er schildert die Stadtanlage von Ober- und Unterstadt sowie das bunte Gewühl auf den Plätzen, wo sich Landvolk,
Grenzer und Militärangehörige, oft auch verschiedener Glaubensbekenntnisse, wie auf einem Bauernmarkt treffen. Dabei stellt er fest, dass die ländliche Bevölkerung offenbar ganz, Zitat, unberührt von den sittigenden Einflüssen des Westens nach eigenen Gepflogenheiten und Traditionen lebt. Der Autor versucht, auch das ein Zitat, ein Totalbild von Agram zu gewinnen, das als Hilfsmittel dienen soll, um die Lebensweisen und Mentalitäten des gesamten Landstrichs zu entschlüsseln. Dabei sieht er verschiedene Polaritäten am Werk. Die Regierung steht den Verwaltungsbeamten gegenüber, das Staatsdienertum, den Oppositionellen, die Konservativen, den Liberalen, die Religion der politischen Hierarchie. In einem kontrastiven Darstellungsverfahren wird der Schilderung der städtischen Unterschichten die Lebenswelt des mächtigen Bischofs von Zagreb gegenübergestellt. Der Dom, der Bischofspalast, sein Sommersitz mit einem von den besten Gartenkünstlern gestalteten Park, einschließlich eines Tiergartens. All dies dient in Martinis Reisebrief dazu, einerseits den schon genannten, von ihm positiv gesehenen, sittigenden Einfluss des Westens zu belegen und andererseits die gesellschaftlichen Spannungsfelder durch die ungleiche Verteilung von Macht, Herrschaft und Vermögen aufzuzeigen. Zum Ausgleich dieser Spannungen setzt Martini auf die mäßigenden Einwirkungsmöglichkeiten des Westens. Mit einer ähnlichen Sänftigung, so schreibt er, wird der Westen auf die Völker Einfluss nehmen, unter denen ich jetzt weile. Allerdings äußert er sich auch zu den Gefahren der durch die Revolutionswirren ausgelösten politischen Stimmung, die manche Differenzpunkte noch offen gelassen haben. Wird es zum Kampfe kommen oder nicht? Und welches wird das Geschick des Volkes sein? Sind seine Fragen. Martini gelingt es hier, seine Reiseeindrücke durch pointiert ausgewählte Schlüsselmomente zu einer politischen Analyse auszuweiten und sie gleichzeitig mit einer Art kulturanalytischen Landeskunde zu verknüpfen. Dieses Verfahren wendet er auch in jenen Reisebriefen an, die andere Landesteile zum Inhalt haben. Aus dem Geflecht der eigenen Wahrnehmungen, Beobachtungen und Erlebnisse bilden sich immer wieder Reflexionselemente heraus, die schließlich zu Ansätzen der politischen Urteilsbildung fortschreiten. All dies wird in einem oft lockeren, gar launigen Ton vorgetragen, der die Zugänglichkeit der präsentierten Fakten für den Rezipienten beträchtlich erhöht. Ein zweites Beispiel kann diese Art der Leserführung verdeutlichen. In der folgenden Passage spricht er auf den ersten Blick von einem Herbstmorgen in Carniola, also dem Lande Krain, das heute ein Teil Sloweniens ist. Der Reisebrief ist auf den 30. Oktober 1849 datiert. Die nächste Folie, bitte. Martini schreibt: So ließ mich der nächste nebelgraue Herbstmorgen ein neues Kronland sehen, ein stilles Kronland, das wundervolle und wunderliche Carniola, an seiner Südgrenze mit gar schweigsamen Menschen, die nicht wissen, ob sie Italiener oder Slawen sind. Im Frühjahr war ich hier durchgezogen und hatte mir Land und Leute beguckt. Land und Leute waren so still und in sich gekehrt wie jetzt und es ließ sich kein Unterschied spüren. Die nächste Folie. Nur die weidenden Ochsen trugen damals Maulkörbe und jetzt nicht. Als nämlich noch üppige Saaten der Sichel entgegenreiften, musste sich das liebe Vieh mit oktroyiertem Futter begnügen. Jetzt aber, da der Wind über kahle Stoppeln streicht, bringt auch die Fressfreiheit keine Gefahr. Martini beschreibt hier zunächst in einem atmosphärischen Stimmungsbild
einige Grundzüge des Volkscharakters der Slowenen und wechselt dann in eine satirische Sprechweise über, welche auf die vormals noch bestehende allgemeine Zensur im Land anspielt, also die Maulkörbe. Unter der Herrschaft des Wiener Hofs seit 1840 hatten hier restaurative Tendenzen und entsprechende Erlasse vorgeherrscht. Der angesprochene Wind, damit ist die europaweite 1848er Revolution gemeint, habe diese Einschränkungen hinweggeblasen und Freiheit ermöglicht. Satirisch überzeichnet und im Bild bleibend, an dieser Stelle Fressfreiheit genannt, die Assoziation zu Pressfreiheit ist hier natürlich ganz bewusst gewählt. Ein weiteres Beispiel aus der Reisebriefolge möge belegen, auf welche Weise Martini es vermag, einerseits Schauplätze und Lebensmilieus zu skizzieren und andererseits mit Hilfe historischer Erläuterungen die aktuell beobachteten Entwicklungen erklärbar zu machen. In diesem Zusammenhang geht er auch auf die Banat der Deutschen ein. Aus der Vojvodovina, so überschreibt der Autor seine Artikelfolge über diese serbisch geprägte historische Region, die bis 1848 dem Königreich Ungarn unterstand. In ihrer inneren geografischen Gliederung besteht sie im Osten aus einem Teil des Banats, im Nordwesten aus der Batschka und im Südwesten aus Syrmien. Martini nähert sich seinem Gegenstand in Form einer Landschaftsbeschreibung. Ich zitiere eine etwas längere Passage und möchte Sie im Besonderen auf die akustischen Wahrnehmungen des Erzählers aufmerksam machen. Dazu werde ich dann später noch etwas mehr sagen. Martini schreibt, und dazu brauchen wir Folie 8, eine Spätherbstreise durch die slawonischen Wälder in die junge Vojvodovina gehört nicht zu den Glanzpartien eines Touristen. Wald und Wiese wechseln zwar in rascher Aufeinanderfolge, die Wiese ist aber fahl, der Wald blätterlos und überdies senken sich schwere Herbstnebel bis zu den Kronen der Wälder nieder. Und still ist das Land, still. Wie jedes, wo der Wald mächtiger ist, denn der Acker. Die Früchte eines slawonischen Urwaldes sind Eicheln und Bucheckern, welche die Äquinoktialstürme aus hohem Zweiggeflecht zu Nutz und Frommen fressgieriger Schweine auf den vermoderten Blätterschmuck verblichener Jahre niederschütteln. Die nächste Folie. Nun hört man es um das Wurzelgeflecht der alten Bäume knuspern und im erstorbenen Laube rascheln. Auch an melodischem Gegrunze fehlt es nicht, welches den gesangreichen Buchfink verscheucht. Da haben wir nun die Stimmen des Waldes zwischen Drau und Save. Doch nähert man sich diesem Flusse, so schwinden die Stimmen. Dörfer und Flecken werden häufiger, des Kaisers Wappentier kehrt häufiger wieder, denn wir sind im Militärgrenzlande. Soweit das Zitat. Mit diesem Einstieg in seine Beschreibung schlägt Martini verschiedene Themen an. Einerseits schafft er durch eine fast idyllische Schilderung eine atmosphärisch unterlegte erste Vorstellung des naturhaften Landschaftstypus, den er durchreist und der von einem gewissen Stillstand gekennzeichnet zu sein scheint. Andererseits hebt er in diesem Stimmungsbild durch das Signalwort Militärgrenzland im letzten Satz hebt er dieses Stimmungsbild im letzten Satz nahezu auf. Denn hier zeigt sich, dass der Naturzustand von zivilisatorischen und politischen Eingriffen und Gegebenheiten überlagert ist. Überdies werden zwei wichtige ökonomische Grundpfeiler der Vojvodina angesprochen, der Waldreichtum und die Schweinezucht. Wiederum wird mit kontrastiven Verfahren gearbeitet,
Die sich selbst überlassene Natur steht den organisatorischen Anforderungen eines Militärgrenzbezirks entgegen. Im Fortgang seiner Reise kommt Martini auch nach Neusatz mit der Festung Peter Wardheim. Dabei berichtet er von Spannungen zwischen den unterschiedlichen Volksgruppen, insbesondere zwischen den Serben und den Deutschen. Diese Streitigkeiten hätten oft wirtschaftliche Gründe, doch auch die Verschiedenheit der Religionen, der Sitten und Lebensgewohnheiten, Zitat, war das Vermöge, ein einträchtiges Nebeneinanderleben unter den verschiedenen Volksstämmen in der Vojvodovina nicht unmöglich zu machen, so doch jedenfalls ungemein zu erschweren. Eine große Gefahr sieht er in der Nationalisierung der einzelnen Gruppen, zugespitzt ausgedrückt in der Maxime, politisch unmündige Völker verfallen leicht in das Streben nach dem Unerreichbaren. In diesem Zusammenhang schreibt er davon, dass Temeswar als Hauptstadt des Kronlandes zentripetal, also auf einen Mittelpunkt, ausgerichtet sei. Und es zentripetal wirken und sich wirken wird. An sich anbahnende separatistische Strömungen würden damit eingedämmt. Denn die unterschiedlichen Kräfte und Potenziale der verschiedenen Landstriche würden in der Hauptstadt ausgleichend zusammenfließen. Impulse gingen somit sowohl von den deutschen Musterkolonien, Zitat, vor den Toren der Stadt, wie von den ärmlichen Ortschaften des dakoromanischen Stammes und schließlich von der kompakten serbischen Bevölkerung aus. Dies bedeutet zwar noch kein gemeinsames Miteinander der Deutschen, Walachen, Magyaren, Serben und zahlreicher anderer Gruppen, doch sei ein produktives Balancemodell des politischen Ausgleichs immerhin möglich. Hier vielleicht eine kurze Zwischenbemerkung. Diese Idee des zentripedalen Charakters von Temeswar stimmt überein mit Bemerkungen des Bürgermeisters Fritz gestern, der von der Temeswarer Erfahrung sprach, die Multikulturalität und Diversität beinhaltet, und auch mit dem von Herrn Engel vorhin gewählten Begriff des Gravitationszentrums. Die nächste Folie. Bei den Titeln der Publikationen von Karl Wilhelm von Martini fällt auf, dass sie vorwiegend auf den Bereich des Sehens, der optischen Wahrnehmung und der Malerei gerichtet sind. Davon zeugen Überschriften wie Bilder aus dem Honvedleben, Bilder und Gestalten aus dem Banat, Stillleben eines Grenzoffiziers, Bilder und Skizzen zu Österreichs Land und Leuten oder vor 100 Jahren ein deutsches Lebens- und Sittenbild. Vom Standpunkt der historischen Reiseforschung aus betrachtet, deren Perspektive ich hier zur Geltung bringen möchte, drücken Gattungsbezeichnungen wie Bilder oder Skizzen zumeist die Aspekthaftigkeit der dargestellten Wahrnehmung aus. Wir haben es also nicht mit einer allumfassenden und vollständigen Reiseberichterstattung zu tun, sondern nur mit Ausschnitten, Impressionen, Teilerkenntnissen, Bruchstücken oder Fragmenten. Mit diesem Verfahren reagierten die Reisebeschreiber seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auf die zunehmende Komplexität der Welt, die mit einer einmaligen Reisebewegung nicht mehr zu erfassen war. Liest man nun aber nicht nur die Überschriften, sondern die Texte von Martini, so stellt sich überraschenderweise ein anderes, durchgehend verwendetes Deutungsmuster heraus. Es ist das auditive Erleben. Kaum ein Einzelartikel in den Reisebriefen kommt ohne die Schilderung der Klanggestalt des jeweiligen Ortes aus. Bis ins Detail werden Waldgeräusche, Wasserrauschen, Tierstimmen, Winderscheinungen, Glocken aller Art, mönchliche Stimmen,
Musik, Gesang, aber auch die Stille wahrgenommen und nachgezeichnet. Oft verbinden sich dabei naturale Hörerlebnisse mit der sozialen Klangwelt, etwa wenn in das Bachrauschen die Tierglocken von Schafen oder Kühen einstimmen. Häufig werden Musik und Tanz gemeinsam beschrieben, was Hinweise auf die Musikalität der Bevölkerung ermöglicht. So werden etwa die Serben im Lichte ihrer Heldenlieder wie auch ihrer deftigen Liebeslieder charakterisiert. Die besondere Hochschätzung des Hörsinns kann auf die Einflüsse der Romantik zurückgeführt werden, welche dieser Sinneswahrnehmung eine Schlüsselfunktion zuschrieb. Man kann hier von einer Art Wegleitung des Gehörs sprechen. Der Hörsinn hat die Fähigkeit der Vorwegwahrnehmung von Ereignissen, bevor sie sichtbar werden. Oder anders formuliert, der Hörsinn macht Unsichtbares wahrnehmbar. Vor dem Hintergrund dieser Feststellung lässt sich auch ein Deutungsansatz für die besonderen Erzählverfahren entwickeln, die Martini in seinen Reisebriefen verwendet. In einem seiner Artikel zitiert Martini den kroatischen Dichter Ludovit Gaj, der Illyrien mit der Leier Europas verglichen hatte. Zur Landschaft Illyrien zählten damals Kärnten, Görz, Istrien, Krain, Steiermark, Kroatien, Slawonien, Dalmatien, Ragusa, Bosnien, Montenegro, Herzegowina, Serbien, Bulgarien und Niederungarn. Martinis Kommentar hierzu lautet, dazu die nächste Folie, man muss gestehen, die Leier Herrn Ludovit Gajs ist vielseitig, aber sie ist auch vielstimmig und die vielen Stimmen sind noch nicht lange gestimmt. Es fehlt noch der Einklang der Sprache und der Einklang der Kirche. Und angesichts dieser Disharmonien könnten wir uns leicht zur Ansicht fortreißen lassen, die Saiten der illyrischen Leier werden sich nie zum harmonischen Klange vermählen. Nächste Folie. Wenn wir aber dagegen erwägen, dass mehrere Kapellmeister an den verstimmten Saiten der Leier hämmern und drehen und sich die scheinbar vergebliche Mühe nicht verdrießen lassen, immer von Neuem zu hämmern und zu drehen, so könnte doch noch die Zeit kommen, in welcher die obige Ansicht sich als voreilige erweisen dürfte. An dieser Stelle weitet Martini sein Darstellungsverfahren des auditiven Erlebens zu einer Art Kollektivmetapher aus. Man könnte diese Metapher wie folgt entfalten. Ebenso wie die verstimmte Leier nur durch die dauerhafte Bemühung vieler Beteiligter zum harmonischen Wohlklang gebracht werden kann, kann im Habsburger Reich mit seinen zahlreichen und vielsprachigen Bevölkerungsgruppen nur ein gemeinsamer Ausgleich unter dem Dach des Wiener Hofes geschaffen werden, wenn die einflussreichen Institutionen für Ausbalancierung und Gleichklang eintreten. Der Hörsinn macht Unsichtbares wahrnehmbar. In diesem Sinne ist es die Quintessenz von Martinis Reisebriefen, durch Beobachtung und soziale Kommunikation aufmerksam zu werden, wie die jeweiligen neuartigen Verschiebungen und Verknüpfungen in der Lebenswelt der Habsburger Monarchie. Der Reisebeschreiber wird somit zum Seismographen eines sich ständig weiterentwickelnden und verändernden Vielvölkerstaates. Und diesen Satz, lieber Herr Sterbling, habe ich formuliert an meinem heimischen Schreibtisch, bevor ich hier nach Temeswar kam. Ich komme zu einer kurzen abschließenden Bemerkung. Karl Wilhelm von Martini zeigt sich in seinen Reisebriefen als wortgewandter, humorvoller Erzähler und wacher politischer Beobachter.
Als Journalist weiß er das Informationsinteresse und das Unterhaltungsbedürfnis seiner Leserinnen und Leser lebendig miteinander zu verbinden und gleichzeitig mit analytischen Reflexionen auf hohem Niveau zu verknüpfen. Sein Werk gehört damit nicht nur in den Kontext der deutschsprachigen Literatur des Banats, wie es aufgrund seiner Herkunft und seiner Sujets naheliegt, sondern insgesamt zum Bestand der allgemeinen deutsch-österreichischen Literaturgeschichte. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Winfried. Meine Damen und Herren, gibt es Fragen zu diesem sehr luziden Vortrag, der wirklich tief in einen Text und seine Darstellungsstrategien eingedrungen ist? Gibt es Fragen? Ja, bitte, Herr Bauer. Dieser Satz bezieht sich hauptsächlich auf diese Nationalisierungstendenzen, die er als eine Gefahr für die Weiterentwicklung des Habsburger Vielvölkerstaates sieht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er seine Position revidiert hat. Insgesamt ist er natürlich, er nimmt nur kurzzeitig an diesem 1848er Aufstand teil, wird dann aber mit seinem aufständischen Regiment von den österreichischen Truppen besiegt sozusagen und hat auch verschiedene gerichtliche Verfahren noch am Hals, aus denen er aber dann ohne Bestrafung hervorgeht. Also vielleicht könnte man sagen, das war nur eine kurze Epoche, dass er sich diesen revolutionären Zielen hingab. Gibt es weitere Fragen, Anmerkungen? Dann nochmal vielen Dank, lieber Winfried. Ja. Wir bleiben ja ein bisschen beim Thema Reiseliteratur, meine Damen und Herren. Und ich darf Ihnen jetzt den nächsten Referenten vorstellen, mich. Den Namen kennen Sie. Ich bin in Osnabrück promoviert worden zu einer Arbeit über den europäischen Späthumanismus und dann habilitiert mit einer Arbeit über die ostpreußische Literatur im Spiegel der Bibliotheken. Ich leite, wie Sie gesehen haben, seit 1. Februar diesen Jahres die Eutiner Landesbibliothek, eine Forschungsbibliothek im Schleswig-Holstein, die einzige Forschungsstelle zur historischen Reisekultur in Deutschland hat, eine von 5 Forschungsstellen, die es zu diesem wichtigen Thema in Europa gibt. Ich habe davor diese Forschungsstelle seit 2016 geleitet und bin parallel dazu Professor für Medien- und Kommunikationstheorie an der Universität Vilnius in Litauen. Heute spreche ich zu Ihnen über Reiseliteratur und ich spitze meinen Vortrag zu einer These zu. Du kannst das erste Bild bitte zeigen, lieber Thomas. Ich versuche in 4 Stufen die Entwicklung von Temeswar oder eines Images von Temeswar in der deutschsprachigen Reiseliteratur, in diesem Fall umfasst sie auch Übersetzungen, zu entwickeln. Der erste Schritt ist Temeswar als Festungsstadt.
Der französische Diplomat und späthumanistische Gelehrte Jacques Bongard veröffentlichte 1600, Sie sehen hier das Titelbild, eine bis heute wertvolle Sammlung humanistischer Darstellungen der in einem geografischen weiten Sinne ungarischen Geschichte. Ungarn meinte damals das habsburgisch-königliche Ungarn, die Provinz des Osmanischen Reiches mit den Zentren Buda und Temeschwar, sowie das Fürstentum Siebenbürgen als osmanischer Vasallenstaat. Bongas, der wichtigste Gesandte des französischen Königs Henri IV. An den deutschen Fürstenhöfen, war 1585 selbst über Ungarn und Siebenbürgen bis nach Konstantinopel gereist, kannte also aus eigenem Augenschein, worüber er nun Quellen zusammenstellte, Quellen über die Ereignisse der letzten Jahrhunderte in diesem zwischen Orient und Okzident seinerzeit umkämpften Grenzgebiet. Temeschwar kommt auf diesen mehr als 600 Folioseiten nur ganz am Rande, insgesamt dreimal und in jeweils ganz kurzen Bemerkungen vor. Dennoch besaß dieser offensichtliche Nebenschauplatz der ungarisch-europäisch-asiatischen Geschichte schon damals ein festes Image. So charakterisiert der italienische Dominikaner-Humanist Pietro Ranzano im Jahre 1490 ausschließlich die Festung als, ich zitiere, Situm in inferiore Pannonia opere naturaque et presidio in primis munitum, also als eine besonders gut befestigte Festung, als, Zitat, Oppidum, also Festung bzw. befestigte Stadt, charakterisiert 100 Jahre später auch der ebenfalls aus Italien stammende Geschichtsschreiber Pietro Bizzarri die Stadt. Er fügt immerhin hinzu, dass der Name sich vom nahegelegenen Fluss Temisch herleitet. Dieses biografische Detail ist insofern aufschlussreich, als die geografische Lage in einer morastigen Flusslandschaft die militärische Bedeutung der Festung noch verstärkte. Das Image, Folie 2 bitte, das Image als starke Festung ist im 17. Jahrhundert ausgeprägt. Die wenigen Reisenden, es sind wirklich wenige, und Historiker, die Temeschwar erwähnen, bestätigen dieses Image immer wieder und verfestigen es. Die Forschungsliteratur zitiert gerne das Bild der im Wasser liegenden Schildkröte, das der osmanische Reisende Evilia Celebi um 1660 gefunden hat, womit auch er die fortifikatorischen Aspekte beschreiben will, denn die vier Beine dieser Schildkröte sind die vier Basteien der Festung, das innere Burgkastell bildet den Kopf. Wie fokussiert das Festungsimage inzwischen war, wird deutlich in dem 1684 veröffentlichten Werk des Nürnberger Gelehrten Johann Christoph Wagner, dem diese Illustration entnommen ist, der für seine Delineatio Provinciarum Pannonia et Imperii Turcici in Oriente auf Deutsch eine grundrichtige Beschreibung des ganzen Aufgangs, sonderlich aber des hochlöblichen Königreichs Ungarn und der ganzen Türkei, alle ihm verfügbaren Topografien, Geschichtswerke und Reiseberichte auswertete. Wenngleich etwas ausführlicher und mit Ereignisdaten der jüngeren Geschichte angeführt, hebt Wagner als Merkwürdigkeiten hervor, es handelt sich bei Temeschwar um, Zitat, eine große, volkreiche Stadt in Siebenbürgen, an dem Fluss Temesch gelegen, ist mit Mauren, Wellen und einem tiefen Wassergraben auf das Beste verwahret. Sonderlich liegt zwischen der Stadt und dem Schloss der Wasserturm, welcher gar fest ist. Sie können diese Insignien da auf dieser Abbildung alle verfolgen. Der Wasserturm, welcher gar fest ist. Die Stadt wird durch das Wasser in zwei Teile abgeteilt, deren die eine gegen Morgen, die Insul, die andere aber gegen Mitternacht, Temeschwar genennet wird. Sie sehen hier schon Orient Occident, wir haben Morgen und Mitternacht, das ist immer ein gewisses Beschreibungsmodell, das in dieser Richtung reaktiviert wird, Temeschwar genannt wird. Und ist diese Stadt alle Zeit eine gute Vormauer gewesen, also der Festungsgedanke wieder, wie sich denn anno 1551
die Türken vergeblich darum angenommen, aber in dem folgenden Jahr, nämlich anno 1552, wurde sie von den Türken nach einer schweren Belägerung angegriffen und ob sich wohl die Besatzung tapfer wehrete, übergaben sie endlich doch den Ort und es folgt dann ein paar weitere Daten. Also auch hier der Festungsgedanke, der militärische Gedanke und als Einschnitt die Eroberung durch die Türken. Das dritte Bild bitte. Ach, das ist jetzt leider schief gegangen, das sollte einfliegen, aber dann muss ich Ihnen das zeigen. Dahinter würden Sie diesen Schildkrötencharakter sehen, aber warum ich Ihnen dieses Bild gegeben habe, Sie sehen 1684 hier den Stich, 50 Jahre später ist es immer noch der Festungsgedanke und wie sehr sich, das ist eine typische Sache, man hat voneinander ja auch abgemalt, wenn man das so sagen kann. Es ist nur die Vorstadt neu, aber der Festungsgedankenstatus blieb. Also es lag nicht nur an diesem Status als Festungsstadt, dass Temmisch war bis über die Mitte des 18. Jahrhunderts hinaus kein Reiseziel wurde. Celebi blieb für ein Jahrhundert die ausführlichste Beschreibung der Stadt. Und bei ihm liest man auch über die ungünstigen klimatischen Umstände, starker Regen, der die Umgebung zum Sumpf macht, reiche Vegetation, die freilich durch die Kälte nur begrenzte Früchte zulässt. Und all das macht die Stadt wenig attraktiv. Vor allem aber bedurfte es erst eines erneuten machtpolitischen Umbruchs, bevor Temmisch war im Laufe des 18. Jahrhunderts nicht nur einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebte, sondern sich auch zu einem regionalen Kulturzentrum in Südungarn wandelte, das dann eine gewisse Attraktivität für Reisen entwickelte. 1716 hatten habsburgische Truppen unter Prinz Eugen Temmisch war nach über 160 Jahren türkischer Herrschaft zurückerobert. 1618, Folie 4 bitte, 1718 fiel im Frieden von Passorowitz das Temmischer Banat mit der kleinen Walachei und Nordserbien, die jedoch 1739 wieder verloren ging, das sehen Sie hier ein Bild, an die österreich-ungarische Krone. Und das Temmischwarer Banat wurde danach für 60 Jahre direkt von Wien aus verwaltet, bevor es an Ungarn fiel. Auch das eine Zäsur, auf die ich jetzt noch eingehen werde. Als eine der ersten Maßnahmen errichteten die Habsburger eine katholische und eine serbisch-orthodoxe Kirche, wodurch sich ebenso wie durch das Bevölkerungswachstum, das zu neuen Quartieren außerhalb der Festung führte, Sie haben das im Bild davor gesehen, das Panorama und damit auch die Wahrnehmung der Stadt änderten. Seit 1738 war Temmisch war Bischofssitz, schon zuvor war eine deutsche Schule eingerichtet worden, seit den 1750er Jahren entwickelte sich ein Theaterleben, 1771 eröffnete die erste Druckerei in dieser Region. Kurzum, Temmischwar erhielt institutionelle Strukturen, die einerseits das kulturelle Leben in der Stadt befruchteten, andererseits Anziehungskraft über die Stadtmauer hinaus entfachten. Insgesamt blieb das Banat zwar, wie Attila Verrock ein wenig überspitzt, letztlich aber zutreffend formulierte, ein weißer Fleck auf dem Territorium Europas, der zudem eher negativ, nochmal unwirtliches Klima, wilde Landschaft, zivilisationsfern attribuiert wurde. Doch mit der zunehmenden Zahl von westeuropäischen und seit 1778 insbesondere vielen ungarländischen Reisenden begann sich das Image von Temmischwar zu wandeln. Den meines Wissens ersten Beleg dafür liefert, der zwar erst 1820 publizierte, aber auf ein Reisetagebuch von 1765 zurückgehende und offenbar Ende der 1770er Jahre überarbeitete Bericht des belgischen Jesuiten François Xavier de Ferler, 1735 bis 1802. De Ferler hielt sich vom 12. bis 15. Juli 1756 in der Stadt auf und eröffnet seine etwa zweiseitige Beschreibung mit dem Hinweis auf die Festung und den inzwischen angelegten Kanal, geht dann kurz auf die Funktionen der Stadt als Verwaltungssitz des Banats ein. Die nächste Folie bitte, damit Sie das Französische nachvollziehen können, ich übersetze. Am 13. sah ich die wunderschöne Stadt Temmisch war im Detail,
die regelmäßig und prächtig erbaut wurde. Also hier schon die Baumaßnahmen nach 1716-18. Die Kathedrale ist ein wunderschönes Gebäude. Der Bischof ist nicht Bischof von Temeswar, sondern von Chanat. Auch die Kirche der schismatischen Vlachen, das heißt die serbisch-orthodoxe Kirche, die schismatische Kirche, ist wunderschön. Unsere ist eine Moschee, das ist die jesuitische Kirche, das war die damals existierende Piaristenkirche Heiliges Kreuz, die 1733 bis 36 auf der ehemaligen Moschee errichtet worden ist. Der Spaziergang durch die offenen Galerien der Kaserne ist recht angenehm. Wir können immer noch die türkische Burg sehen, der Eugenienturm, das war das Forforosa Tor, durch das Prinz Eugen 1716 in die Stadt einzog, ist sichtbar und mehrere türkische Häuser. Ich sah auch einige Juden in türkischer Kleidung. Die Kirchen im Banat sind nicht geweiht, da die Gefahr einer Entweihung besteht. Es gibt keine Widmung. Wenn wir Belgrad zurückgewinnen, werden wir es weihen. Die Luft in Temeswar ist nicht sehr gesund, obwohl die umliegenden Sümpfe weitgehend ausgetrocknet sind und dort ein guter Kanal angelegt wurde, der von großem Nutzen ist. Dort herrscht normalerweise Fieber, ohne gefährlich zu sein, solange man vorsichtig ist. Keine 50 Jahre nach dem Rückfall an Habsburg empfing Temeswar den Besucher also nicht mehr nur als beachtliche Festungsstadt, vielmehr als Bischofssitz, Standort prächtiger Kirchen, architektonisch wohlgestaltete und mit türkischen Rudimenten wie einer jüdischen Gemeinde ausgestattete Stadt. In der deutschsprachigen Reiseliteratur des 18. Jahrhunderts ist mir eine ansatzweise vergleichbar luzide Beschreibung von Temeswar wie die von de Feller bislang nicht begegnet. Das Banat erfuhr allerdings wachsende Aufmerksamkeit, wobei die Geschichte und die Natur im Zentrum des gelehrten Interesses standen. Die nächste Folie bitte. Prägend für die Reisebeschreibung in das Banat und hier eben das Temeswarer Banat waren vor allem zwei Werke. Die Titelblätter sehen Sie hier. Zum einen die Briefe über mineralogische Gegenstände auf seiner Reise durch das Temeswarer Banat, Siebenbürgen und Ober- und Niederungarn, die der aus Karlsberg stammende Geologe und Mineraloge Ignaz Edler von Born an den bekannten schwedischen Naturforscher Johann Jakob Färber schrieb und die Färber 1774 idierte. Zum anderen, hier von Ihnen aus gesehen rechts, publizierte der venezianische Universalgelehrte Francesco Grisellini im Jahre 1780 seinen Versuch einer politischen und natürlichen Geschichte des Temeswarer Banats an Standespersonen und Gelehrte in zwei Bänden. Grisellini hatte von 1774 bis 1777 im Auftrag der Temeswarer Regierung eine Reise durch das Banat absolviert. Der Druckort Wien betont den offiziösen Charakter des Werkes, das für die Zentralverwaltung die seit dem Ende der Türkenherrschaft vollzogene politische, ökonomische und auch kulturelle Entwicklung beglaubigte. Bei Grisellini liegt der Schwerpunkt im Band 1 auf der historisch-politischen Geschichte sowie der Landeskunde und den Altertümern, wohingegen der schmalere Band 2 der Naturkunde und hier schwerpunktmäßig dem Bergbau und den Bodenschätzen, aber in einem kurzen Kapitel sogar der Fauna gewidmet ist. Von Born dagegen fasst einleitend nur das Wichtigste der historischen Entwicklung zusammen, um sich dann ab dem vierten Brief der Ökonomie und hier an erster Stelle dem Bergbau zuzuwenden. Auch Grisellini gliedert seine Darstellung in Briefe, die zunächst in verschiedenen Journalen Italiens veröffentlicht wurden. Anders als bei von Born waren diese Briefe, die weit eher Essays sind, also von vornherein für ein aufgeklärtes Lesepublikum vorgesehen. Auch von Born dürfte von Anfang an eine Publikation nicht ausgeschlossen haben, bleibt aber näher an der Gattung Brief, was sich alleine daran zeigt, dass er die Briefe stets verortet und datiert.
In Temeswar entstanden demnach die ersten drei seiner Briefe, die in die Topographie und die Sitten und Gebräuche des Temeswarer Banats, das, Zitat, unter dem 45. Grad nördlicher Breite liegt, Zitat Ende, und dessen Grenzen, Zitat, gegen Norden der Marusfluss, gegen Westen die Theiße, gegen Süden die Donau sind, ostwärts aber wird es durch ungeheure Felsenketten von Siebenbürgen und der großen Walachei geschieden. Mit diesen beiden gelehrten Abhandlungen, die aus persönlich unternommenen Reisen hervorgegangen sind, war das Banat, also der geografische Raum, für die deutschen und europäischen Leser literarisch vermessen. Der weiße Fleck auf der Landkarte Europas begann sich mit Konturen zu füllen. Temeswar dagegen fiel in diesen Darstellungen als eigenständige Stadt im Sinne einer beschreibungswürdigen Station heraus. Dieser Befund bestätigt sich beispielsweise auch bei Johann Caspar Stoibe, der 1793 seine Briefe über das Banat vorlegte, eine Autobiografie in Briefen, in der er anfänglich erneut Temeswar nur als Schreibort präsent ist. Zwei Jahre zuvor hatte Stoibe, der aus Gotha stammte und seinen Lebensunterhalt dann als Matrose und Soldat verdiente, seine Autobiografie geschrieben, die zumindest am Rande Erwähnung finden sollte, verbrachte Stoibe doch mehrere Lebensjahre als Gastwirt, Hauslehrer und Buchhalter in Temeswar. Außer Wirtshausgeschichten erfährt man freilich nichts über die Stadt bei ihm. Die nächste Folie bitte. Das dritte Kapitel, die ungarische Stadt, habe ich es überschrieben. Ob hinter dieser auffälligen Vernachlässigung von Temeswar die Abschätzigkeit stand, mit der von den Zentren aus auf die Provinzen geblickt wurde, Zentrum, Peripherie, wir haben es schon angesprochen, lässt sich zumindest in der spöttischen Beschreibung des österreichischen Rittmeisters Franz Josef Sulzer, dessen Schwiegervater Senator in Kronstadt war, vermuten. Zitat, Temeswar? Je nun. Da kömmt bald ein Walache, bald ein Reize, bald ein Korn- und Weinhändler, kauft Güter und wird Edelmann. Die Kolonisten packen ein und gehen zum Teil in die Bukowina, zum Teil nach Deutschland zurück. Sogar die rare Bande deutscher Schauspieler, die den Hermannstädtern die Ohren mit ihrem Geheule, welches sie Operetten nennen, so wenig kitzeln werden. Diese traf ich mit Sack und Pack Hand in Hand unterwegs von hier bis Hermannstadt an. Kurz, das schöne Temeswar ist öde. Und jetzt so kann der stolze Ungar den Schnurrbart streichelnd mit seinem langen Säbel in dortigen breiten Gassen einsam hinunterscheppern und in den schön eingelegten und gebohnten Boden des dortigen Landhauses mit dem Stiefelsporn sein hochadeliges Wappen kritzeln, so viel es ihm beliebt. So sieht jetzt Temeswar und dieses prächtige Gebäude, das sogenannte Komitatshaus, aus. Von Leuten hier nichts als Reduktion und einen schismatischen Bischof, der den katholischen, welcher von einem Domherrn ganz und gar abhängt, in allem betrachte, weit hinter sich lässt. Und unterwegs von der Tess bis Ofen bei den Calvinern nichts als es lebe Kaiser Josef. Das ist sehr spöttisch, aber auch sehr herabschätzend. Ob es solche Stimmen auch unter den ungarischen Reisenden über Temeswar gibt, vermag ich nicht zu beurteilen, da fehlt mir die sprachliche Kompetenz, aber das wäre sicherlich zu untersuchen, denn es ist eine ganze Reihe von ungarischen Reisenden nach dem Rückfall an Ungarn hier in die Gegend aufgebrochen. Die abfällige Art jedoch, mit der Sulzer über Temeswar spricht, deutet einen stereotypen Darstellungsmodus an, der sich seit der Reinkorporation des Temeswarer Banat an Ungarn zu verfestigen scheint. Manchen und nicht wenigen deutschen bzw. deutschsprachigen Reisenden erscheint die Region nun aus einer nationalen Perspektive allein deshalb als rückständig, weil es von Nicht-Deutschen geprägt wurde. Dahinter steht ein zivilisatorischer West-Ost-Konflikt, der eine Überlegenheit des westlich-deutschen Gesellschaftsmodells und Staatskonzepts schon damals voraussetzte.
Ein ähnliches Phänomen, übrigens nur ganz nebenbei, ist bei der Betrachtung Westpreußens zur Zeit und nach den Teilungen Polens zu beobachten. Ernst Anton Quitzmann, ein bayerischer Arzt und Schriftsteller, bereiste 1846 über Ungarn, Serbien und das Schwarze Meer bis hin nach Konstantinopel. Den Bericht seiner Reise legt er 1848 unter dem Titel, das nächste Bild bitte, Deutsche Briefe über den Orient. Ach, das habe ich gar nicht, Entschuldigung, das ist zu früh, aber dann müssen Sie zuhören. Unter dem Titel Deutsche Briefe über den Orient vor, womit bereits titularisch dieser Gegensatz und damit der Darstellungsmodus festgehalten ist. Ein Deutscher reist durch ein fremdes, rückständiges Land, das dem Orient zugehört. Im Tameschwarer Banat zeigte sich dies in schlecht befestigten Straßen, einer klaren Unterscheidung der Arbeitsmoral in absteigender Reihenfolge der deutschen, ungarischen und serbischen sowie walachischen Bewohner, außerdem im, Zitat, Verfall der Städte, ein Verfall, der sich insbesondere durch die magyarische Dominanz erklärt. Und die Magyaren sind ein zwar tapferes, begabtes, zuverlässiges und familiengesinntes Volk, aber eben auch ein leichtfertiges, dessen, Zitat, Talente in der Masse der Nation erst noch mehr durch eine durchgreifende Volkserziehung zur Entwicklung gebracht werden müssten, Zitat Ende. Über Temeschwar selbst hält Quitzmann nur die Eroberung durch die und die Rückeroberung von den Türken fest. Ansonsten beeindruckt ihn nur das Theater, das aber eben auch ein magyarisches ist, Zitat. Etwas Neues war mir das Volksvergnügen der Arena. Es ist dies ein aus Brettern amphitheatralisch aufgeschlagenes, unbedecktes Schauspielhaus, in welchem bei Tageslicht gespielt wird, eine Sitte, die bei den Ungarn sehr beliebt ist, sodass es keine größere Stadt ohne Arena gibt, also die ungarische Stadt. Man spielt darin Volksposten oder humoristische Singspiele von Nestroy und Company, die mit ihren oft sehr derben Witzen und schlüpfrigen Anspielungen immer die allgemeine Heiterkeit erregen und lebhaft beklatscht werden. Zitat Ende. Dass es sich hier keineswegs um eine Einzelstimme handelt, bezeugt ein fast zeitgleich, nämlich 1853 verlegtes Schulbuch der Geographie. Das ist das, was Sie hier schon sehen. Verfasser war der Theologe und Pädagoge Wilhelm Harnisch, der sein Werk aus verschiedenen zeitgenössischen Reiseberichten kompilierte, wobei für das Banat außer Quitzmann der aus Teschen stammende Journalist Friedrich Uhl mit seiner Reiseerzählung aus dem Banat eine Quelle bietet. Dieses aus dem Banate von Uhl ist eine sehr freie Bearbeitung verschiedener Reiseberichte und eigener Reiseerfahrung. Auch Harnisch konstatiert den Verfall, der mit dem Wechsel einer durch Sprache dokumentierten kulturellen Dominanz einherging. Zitat, nur erst noch zu Ende der 30er dieses Jahrhunderts, also in der österreichischen, in der habsburgischen Zeit, sprach hier fast alles Deutsch. Aber nun hört man überall nur Magyarisch reden. Und mit einer der anderen Sprache hielten schlechte Sitten Einzug. Der Eindruck von Temeschwar selbst ist, und unter diesen Voraussetzungen kann die Stadt keinen positiven Eindruck hinterlassen, wenngleich es als militärischer Vorposten genutzt wurde, ein negativer. Zitat, Temeschwar ist nun in Österreichs Hand zugleich ein Zügel für das nachbarliche Siebenbürgen und Schutzohr für die deutschen Kolonisten in Banate geworden, da hier jedes Rüstzeug für das Regiment in guter und in böser Zeit gefunden wird. Allein es schien mir fast, als ob für den sinnlichen Genuss da selbst noch mehr geschehen ist. Denn abgesehen von dem hohen Spiel, das wie ein böser Dunstkreis sich über alle bis zum Knaben herabverbreitet hat, das Spiel, die Spielsucht, hört man in der Stadt und außerhalb der Stadt zum wilden Tanze die Zigeuner spielen, nicht etwa ihre Weisen, sondern die Wiener Walzer, Polkas und Quadrillen zur fieberhaften Erregung aller Sinne. Man hat dort weit entfernt vom Tore seinen Prater, wo in den Baumreihen sich Paar an Paar hindrängt, Badehäuser, die an Ofen erinnern, eine Arena, das heißt ein unbedecktes Schauspielhaus, worin bei Tageslicht durch schlechten Witz
die Heiterkeit des Publikums hervorgerufen wird, doch nirgends etwas Gediegenes, wodurch der Fremde angezogen werden könnte. Daher beschloss ich, meinen Abschied schnell zu machen, um unganz viel besungenen Strom die Thais mit eigenen Augen anzuschauen. Also hier Zentrum-Peripherie gemischt mit einer ganz deutlichen nationalen Sichtweise. Ich komme zum vierten Kapitel, das ich nur mit einem Namen überschrieben habe, weil ich diese Gestalt für ganz maßgeblich dafür halte, dass Temeswar wirklich auf der europäischen Landkarte angekommen ist, und das ist Adolf Sternberg. Das nächste Bild bitte. Die Revision dieses ungarischen Images, das sich seit 1778 offenkundig verfestigte, geschah am Orte und dort im Massenmedium Zeitschrift. Sie ist verbunden mit dem journalistischen Wirken von Adolf Sternberg, der von 1871 bis 1882 zum ersten Mal und von 1886 bis März 1887 ein zweites Mal die Temeswarer Zeitung leitete, von der wir heute schon gehört haben, und sie zu einem enormen Aufschwung führte. Sternberg, 1839 in Buda geboren und 1903 eben da verstorben, ist einer der bedeutendsten in deutscher Sprache publizierenden Journalisten Ungarns, und für das 19. Jahrhundert ist seine Bedeutung für die Temeswarer Zeitung und damit für das kulturelle und geistige Leben im Banat so herausragend, aus meiner Sicht, wie später erst wieder Franz Xaver Kappus wurde. Vor einigen Jahren hat Janosch Ester Cidonia in einer Budapester Dissertation das Wirken von Sternberg erstmals umfassend gewürdigt und zu Recht, Zitat, von einer Ära gesprochen. Sternberg verfügte nicht nur über großes schriftstellerisches Talent und war bestens in der literarischen Welt seiner Zeit vernetzt. Vielmehr hat er es vermocht, Temeswar in einer Vielzahl von journalistisch-essayistischen Miniaturen als eine kulturell ebenso lebendige wie durchaus attraktive, eine bon vivant charmante, Zitat, kleine Großstadt, Zitat Ende, zu inszenieren. Sternbergs Temeswar, das er in deutscher Sprache für die deutschen Leser in der Region, aber eben auch darüber hinaus in vitalen Bildern voller Menschen und Eindrücke skizzierte, befreite sich so von den nationalistisch-deutschen Schlacken der Reiseberichte der Generation zuvor. Aber es wurde eben ein deutsches Temeswar, das liberal und in fruchtbaren kulturellen Ausgleichsprozessen mit dem Ungarischen stand, das also nicht mehr als minderwertig, verachtend das ganze Bild dieser Stadt prägte. Neben Leitartikeln, Theater- und Kulturreferaten waren es insbesondere Sternbergs Temeswarer Plaudereien oder Temeswarer Bilder und Geschichten, die er unregelmäßig in der Zeitung auf der ersten Seite beginnen ließ und die ein ebenso liebevolles und facettenreiches wie augenzwinkernd kuritisches Genrebild von Temeswar zeichneten. Diese Plaudereien und Bilder und Geschichten erinnern an die auf den Heimatort kaprizierten Feuilletons eines Jan Neruda, der freilich auf Tschechisch schrieb, oder einer Agnes Miegel. Sie wären es längst schon wert gewesen, einmal gesammelt veröffentlicht zu werden und dürften noch heute viele Leserinnen und Leser für sich einnehmen. Aus Zeitgründen verzichte ich auf ein Zitat. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, hier zu kopieren. Ich habe für Sie zwei Blätter, wenn die kopierfähig sind, einmal vorbereitet. Die könnten dann verteilt werden. Das eine ist ein Feuilleton, wo Sternberg eben sehr schön über diese kleine Großstadt, also Temeswar ist eine kleine Großstadt, mit der Überschrift Parkmusik ein Artikel schreibt, und dann aus dem Werk, das ich Ihnen jetzt als letztes und damit komme ich zum Schluss vorstelle. Der Schlussakkord dieses schnellen Durchgangs durch die Ausprägung, den Wandel, die Abwertung und schließlich die positive Regionalisierung des Images von Temeswar ist ebenfalls von Adolf Sternberg gesetzt. Ihm war es nämlich auch zu verdanken, dass die kleine Großstadt und mit ihr das Banat in der im Laufe des 19. Jahrhunderts entstehenden Gattung des Reiseführers ankam. Anfang der 1880er Jahre erschien in der Reihe Europäische Wanderbilder im Züricher Verlag
Orell und Füßli, die nächste Folie bitte, Thomas. Orell und Füßli als neuntes Bändchen durch Südungarn. Sie sehen dort das Titelblatt aus Ihrer Perspektive rechts. Das war jetzt, aber das kriegen wir hin. Durch Südungarn, verfasst von Adolf Sternberg und vier anderen Autoren, wobei Sternberg, Sie achten auf die Reihenfolge, offenkundig die Federführung oblag. Wie damals häufig fuhren die Reisenden die Hauptbahnstrecken ab und wurden über die Ortschaften und Sehenswürdigkeiten in der Umgebung der Schienenstränge informiert. Das war so eine ganz typische Struktur von Reiseführern dieser Zeit. Die Bahnlinien, wo konnte man aussteigen, von wo konnte man dann auch noch Fußwanderwege und sowas übernehmen. Man brach in Budapest auf und kam in Belgrad an. Temeswar bildete die erste Großstadt, die erreicht wird. Es fehlt jetzt die Zeit, den sachlichen, auf Besonderheiten und Schönheiten der Stadt fokussierten Eintrag an dieser Stelle zu skizzieren. Sie können ihn lesen, wenn das mit den Kopien klappt. Man wird mir deshalb glauben müssen, als Schlussbemerkung, dass Sternberg sämtliche Entwürfe eines Images von Temeswar, die Festungsstadt mit den breiten Gassen und dem besonderen Klima, das von zwei Kirchen und einem Schloss geprägte Panorama, die wenigen Reste türkischer Architektur sowie die von den Ungarn wie auch den Deutschen geteilte Theaterliebe zu einem ebenso kurzen wie prägnanten Gesamtbild zusammenfügte, das aber kein Genrebild mehr ist wie in seinen Temeswarer Plaudereien, sondern mit diesem Reiseführer und der kurzen Beschreibung von Temeswar war der weiße Fleck, um Werück nochmal zu zitieren, der weiße Fleck auf der europäischen Landkarte endgültig getilgt. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Ja, jetzt muss ich wieder selbst, gibt es Fragen, Anmerkungen? Wir sind jetzt wieder gut in der Zeit. Ja, bitte. Also sie sind teilweise digital und dann, das sage ich an dieser Stelle, ich bin dankbar für diese Frage, sind die meisten dieser Quellen auch in der Eutiner Landesbibliothek in Originalen vorhanden, denn wir haben eine der größten Sammlungen an historischen Reiseberichten, die es in Deutschland gibt. Es ist aber auch einiges digital vorhanden. Ich habe noch einige mehr ausgewertet, insgesamt so etwa 20 Reiseberichte, was dann auch zu dieser ja sehr zugespitzten quasi Genealogie von Wahrnehmungen Temeswars führte. Ja. Aber ich glaube, letztlich auch das, was Winfried Siebers uns vorgestellt hat mit Martini, das belegt ja eher, dass Temeswar außerhalb dieser Gegend, dieser Reisewege lag. Auch da das eher Wilde der Landschaft, was da hervorkam. Also es sind so wirklich so Stereotype, Vorstellungen, die sich entwickeln und die dann wirklich erst durch Adolf Sternberg, den ich jetzt in der Vorbereitung so entdeckt habe, revidiert wurden. Und wenn man diese Miniaturen von Sternberg aus der Temeswarer Zeitung, die ist ja noch nicht ganz, aber wird ja teilweise, oder ist jetzt die ersten, ich glaube, 40 Jahre sind jetzt digitalisiert zugänglich. Ja. Diese 15 oder 12 Jahre, die er da dieses Feuilleton geschrieben hat, wenn man das mal zusammenführt, das ergibt ein derartig buntes, liebevolles Bild, facettenreich von Temeswar. Es gibt wirklich Genrebilder im Sinne der niederländischen Malerei. Also es ist so natürlich ein bisschen übertrieben, stilisiert, aber es gibt einen Eindruck von dieser Stadt, wenn man das liest und durch diese wunderbaren Häuser geht, die hier heute noch stehen, aber eben auch viel Renovierungsbedarf aufweisen, kann man sich das alles wieder viel besser noch vorstellen. Auch eine schöne Geschichte, wie das ganze Liberale, was er dann herausarbeitet in der Stadt, das ist natürlich auch durchaus Konzept, aber da wird auch Realität dahinter sein, wie man sich im Park traf zum Sonntagskonzert und jeder saß dort, wo Platz war, wenn er ankam. Und das machte keinen ständischen Unterschied. Also diese Sachen, das ist wirklich, und hier ist dann, es war wirklich einer der letzten weißen Flecken, eben 1882 mit diesem Reiseführer, dem ersten,
dann angekommen in der Reisebeschreibung und ab da war es ein zugängliches Ziel, wo man wirklich aus den verschiedenen Jahrhunderten von der Festungsstadt bis in die Gegenwart wusste, wohin man kam und was man sich angucken wollte. Ja? Ist Ihnen vielleicht auch Anton Rochel begegnet? Der ist mir begegnet, aber den habe ich nicht irgendwie weiter verfolgt. Aber auch das, ich habe wie gesagt nicht alle, aber die meisten lesen können und ich habe vor allen Dingen eins nicht machen können, das bitte ich zu entschuldigen, das kann ich einfach nicht, die ungarischen Reiseberichte. Das würde ich für sehr spannend halten, wie da diese Darstellung, gerade auch als es aus der deutschsprachigen Sicht negativ war, wie dann die ungarische Sicht war. Ja, bitte. Als Militistin möchte ich Michael Weber auch noch ergänzen, der im Mittelalter schon in der Messwahr gewesen ist, im Gefolge von König Ladislaus V., der die Kreuzzüge nach Belgrad auch mitgemacht hat und der auf Deutsch über den Messwahr im Mittelalter schon geschrieben hat. Ich glaube, da gibt es sehr viele Gedichte, in denen das auch erwähnt ist. Das ist jetzt kein Reiseschriftsteller, aber ein Vorfahre sozusagen, die mittelalterlichen Mühlesänger sind ja auch von Hof zu Hof gereist und er ist dann auch wieder zurück. Er hat sehr schlechte Erfahrungen mit diesem Kreuzzug gemacht und hat dann die Region auch wieder verlassen, aber hat eine Perspektive, also hat einen Blick auf den Westfalen-Mittelalter schon vor der lange Zeit vor der türkischen Eroberung. Vielen Dank. Vielen Dank, aber Sie sehen auch, übrigens Soldaten sind auch Reisende. Die älteste Gruppe von Reisenden, die es gibt, das sind Soldaten, die aus einem Land in das andere und dann darüber berichten. Ja, wenn Sie so wollen, ist das Gilgamesch-Epos als ältester Text, den wir in unserem Kulturraum haben, auch ein Reisebericht. Ja. Also insofern, aber das Mittelalter, ich denke, da wird es auch, ich kenne den Text nicht, bin da nicht drauf gestoßen, aber da wird es auch wahrscheinlich die Festung Temeswar gewesen sein, die Bongas, dann das Schloss und dann, es war ja strategisch sehr günstig. Es war schwer zu erobern und wen man nicht zurückschlug, der hatte sich angesteckt mit dem Fieber. Ja. Gibt es noch weitere Fragen, meine Damen und Herren? Es ist insgesamt, wir haben das in Eutin in der Landesbibliothek vor einigen Jahren angefangen, der Gründer unserer Forschungsstelle, Wolfgang Griebt, der Dojan der deutschen Reiseforschung, hat da eine Reihe begründet. Das sind seltene Reiseberichte in kleiner bibliophiler Auflage kommentiert herauszubringen. Wir sind eine Stiftung, da könnten wir so etwas machen, weil wir nicht gewinnorientiert sind. Es gibt Möglichkeiten, aber sie finden nicht viele Leser. Ja? Es ist ein Liebhaberprojekt. Ob daraus was wird, ob wir das jemals umsetzen können, das ist auch eine Personalsache, aber wir sind da in Planung. Ich glaube, dass das reizvoll wäre, aber es braucht Kommentierungsarbeiten in den einzelnen Werken. Das beginnt bei der Schreibung von Orts- und anderen geografischen Namen bis hin zu Personen und Ereignissen. Also selbst wenn man die Realien nur kommentieren möchte. Und der Schwierige im 18. Jahrhundert wäre, wie bei von Born und anderen, dass es hier wirklich Naturwissenschaftler waren, die hier hingereist sind. Man müsste also, und sogar wenn die Fauna kommt, dann müsste man noch das Linnäische System mitkopieren, weil ja da andere Namen, andere Systemstellen für Pflanzen und Tiere da sind. Aber es wäre reizvoll, sowas zu machen. Es ist sowieso Reiseberichte, sind eine der reizvollsten Quellen, die man lesen kann. Reiseliteratur, die ja auch einen literarischen, ästhetischen Anspruch immer erfüllt. Gibt es weitere Fragen? Herr Bauer. Die Bäder. Die ist sehr viel besser dokumentiert in den Reiseberichten als Temeswar. Ich habe mich jetzt wirklich auf Temeswar, den Ort unserer Tagung, fokussiert. Also die Reisen in die Bäder, das ist schon sehr viel früher, sehr viel ausführlicher und sehr viel positiver dargestellt. Ja, ich habe, da war auch noch eine Frage bei Ihnen vorhin, ja? Ja, also erstmal ein Hinweis vielleicht für was
Reisetagebücher zeigen, das Reiseführer, Reisetagebücher überhaupt zeigen uns immer, dass wir die Literatur und unsere Liebe für die Literatur mit unserer Liebe und unseren Interessen für das Reisen verbinden. Und es ist jetzt genauso aktuell wie vor 200 oder 300 Jahren. Meine Frage wäre gewesen, inwieweit Sie sich bei Ihrer umfangreichen Recherche, für die wir uns auch sehr bedanken, dass wir daran teilhaben durften, nach Ihrer Quellen, die Sie uns gezeigt haben, inwieweit Sie serbische oder rumänische Texte oder Übersetzungen dieser Quellen beigezogen haben oder überhaupt gefunden haben. Nein. Ich habe mich ganz im Anklang an Larry Wolff, Inventing Eastern Europe quasi, auf den westlichen Blick hier fokussiert, weil dieser westliche Blick eben ein ganz besonderer, das betrifft nicht nur diese Region, wie ich das eben andeutete, sondern auch das Baltikum oder Reisen nach Russland. Gucken Sie sich bei uns in Schleswig-Holstein, die große Gestalt der Reise ist Adam Olearius, der in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts bis an den Moskauer Zarenhof und dann Persien aufbrach. Das ist voll von Sichtweisen, vorgeprägten Sichtweisen auf den Osten, die man schon im Gepäck hatte. Ja? Und das ist das, was ich mit dem Hinweis auf die ungarische Literatur oder ungarländische Literatur eben meinte. Das wäre hochspannend, eine Region sich mal vorzunehmen und in dieser Region eben Reiseliteraturen verschiedener Länder zu Wort zu bringen. Das heißt also, wie wird dieses Gebiet aus der Rumänien, aus der serbischen oder anderen Perspektive auch dargestellt. Ich glaube, dass das spannend wäre. Wir haben so etwas vor als ein Projekt, den Rhein einmal anhand von den großen Reiseführern Baedeker, Murray und der französischen Reihe untersuchen und wie diese Orte dort dargestellt werden. Das ist ganz interessant, was der aus, sagen wir, wie anders ein Ort werden kann, wenn es eine andere Sprache ist, in der er dargestellt wird oder aus einer anderen Richtung die Reisenden ankommen. Also da kann sich enorm viel ändern und das macht das eben so spannend, das zu identifizieren. Meine Damen und Herren, es ist wunderbar. Ich bedanke mich bei Herrn Siebers und bei mir, dass wir die Zeit eingehalten haben. Denn wir haben jetzt, Winfried, du hast deine Uhr hier vorne noch, glaube ich. Wir haben 10:50 und sind damit wieder gut in der Zeit. Es geht jetzt zum Essen und um 14.30 Uhr geht es weiter mit unserem Programm und mit noch zwei sehr spannenden Vorträgen, auf die ich mich freue. Vielen Dank und guten Appetit.